Yay. Ach, da ist doch der Mordecai wieder, oder? Do. Oder auf dem. War der nicht auf dem. Glaub nicht. Oder war das woanders? Ich glaub nicht, das. Das weiß ich nicht. Mit, nein, das wird doch nicht. Skisteig sei. Oh. Okay. Ach, das ist das eine Brücke, kennen wir schon. Ja. Oh. Das wird jetzt ein bisschen Stunts machen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon mitgerückt. Das war cool versehen. Mit einer leichten Drehung. So eine Schraube angedeutet, oder? Ja. Mann. Warum nehmen wir eigentlich die nicht mehr? Mit den Kreissägen da. Was für Kreissägen, hä? Ja, wo er schießt da. Das haben wir da schon richtig. Schauen. Na, da nicht, glaube ich. Doch, oder? Na, da oben. Jetzt schauen wir drauf. Ja. Ich wollte jetzt nicht wie ein unüberwindbares Hindernis da ausgeschaut. Tja. Na, beide mit einem eleganten Sprung ausgestiegen. Geht's noch? Jetzt liegt einfach unser Auto. Hast du da Granaten geschmissen, oder? Nein, ich hab nicht einmal dabei. Risiken und Nebenwirkungen. Ich muss mal die Maschinen nochmal bemühen. Oje. Dein Claptrap-Kumpel käme bestimmt durch dieses Hyperion-Kraftfeld, aber er ist veraltet. Er braucht ein Software-Upgrade. Mordecai müsste haben, was du brauchst. Er kampiert in der Nähe des Reservats. Ich glaube, er benötigt Hilfe bei irgendwas. So. Oh, jetzt sind wir bei Mordecai, genau. Noch ne Kerbe in meiner Knarre. Wie viele sammelt Schnee? Alles regelt es. Ja, ich schieße auch gerade weit rum. Trifft dabei aber irgendwas. So. Gut, hä? Ist noch gar nichts aufgeklärt. Dann waren wir da doch noch nicht. Schnappen wir nie! Noch eine Trophäe für meine Wand. Also, das war echt eine Show. Ja. Was ist denn das? Oh! Was ist denn das?
Was war denn das? Ach, Granaten. Nichts Besonderes. Hä? War nichts Besonderes. Wir sind noch mehr schon. Ich hab mich nicht verlesen, oder? Na. Ja, das ist. Die muss ich mir ja rein tun. Wie viel schon? Nicht so viel. Hopp, aus mit der Sprache, hopp. 11.000. 11.000? Ja. Steht zumindest dort. Nicht 1.100. Nein. Aber die schaut nochmal, ich kann es selber nicht glauben. Nein, 11.000. Ja, okay, ich gehe dann nochmal schon mal vorwärts. Wir haben nichts mehr zu bereden heute. Ja, weißt, jeder, wo es eh Granaten nie hernimmt. Ja, und du verletzt dich bloß wieder. Du tust deine eigene Sicherheit. Ja, ja. Was? Ich fordere dich heraus. Na, ich bin verletzt. Seelisch jetzt. Ja, seelisch, moralisch und körperlich. Ja, Wallas, da gibt's halt dann halt keine körperliche Zuwendung. No. Das hast du jetzt verschissen. Selber fürs Massieren ist nie so schön. Tja, wenn's bloß fürs Warraten. Ja, nächsten du noch massieren. Die Hände, der Nacken. Aha, ja. Wobei bei dem Rücken, das ist eigentlich eher, da kann man, das muss man sich so verstehen, lieber Leid. Ein Waller, sein Rücken, das gleicht eher so Tischplatten. So. So hart. Er behauptet ja schon seit Jahren, stock und steif, das sind, das liegt rein daran, dass das einfach nur Muskelstränge sind. Die, was halt dann aufs Extremste trainiert sind. Ja. Da siehst du mich, kaum lauf ich da hinterher, lauf ich irgendwo hin. So, Implantate für Muskeln. Ja, also, ich mag dir mit deinem Metallarm. Und ich glaub mit Ohrenhacks. Ja. Bin ich gut oder bin ich gut? Das ist nicht viel. Fix, wo geht's denn jetzt da weiter? Nur die Biechämme. Da geht's auch nicht rein, oder? Nein. Hast du irgendwo Treppen? Weil irgendwie. Hey? Da rauf? Geht's auch nicht rauf, oder? Nein. Da geht's bloß zurück. So. Müssen wir da erst mal irgendeine Folgequest machen, oder was? Warum haben wir dann jetzt schon die Quest? Dass die Bude da auf ist? Nein, nicht ins Wasser fallen. Ja, dann markiere ich jetzt mal die andere. Die Richtung, okay. Das ist zumindest erreichbar. Na gut, da werden wir nicht lang müssen, das Wasser, da wird irgendwie verrecken. Noch eine Kerbe in meiner Knarre. Ich mach jetzt mal einen Selbstversuch, Moment. Mhm. Ja, okay, Wasser ist tödlich. Okay. Bin ich schon mal schlauer. Dass da nicht lang geht. Der Mordecai randaliert wieder. Ich habe eine potenzielle Kammerjägerin gefunden, Sir. Das ist sicher interessant. Sie ist eine Sirene. Was? Anders als Lilith scheint sie keine Verbindung zu Iridium zu haben. Aber...
Erzähl mir alles. Sofort. Ich habe keine Informationen über ihre Eltern. Doch als Kind wurde sie beim Orden des aufkommenden Sturms zurückgelassen. Bei wem? Das ist ein Mönchsorden, der auf dem Planet Athenas herrscht. Die frühesten Überwachungsaufnahmen, die ich finden kann, sind 4 Jahre alt. Abspielen. Volk von Athenas! Nach Jahren der Ausbildung und der Vorbereitung kann der Orden des aufkommenden Sturmes sie offenbaren. Eure Erlöserin! Sprich, Maya! Sprich zu deinen Untertanen! Hi. Was ihr an Redegewandtheit fehlt, gleicht sie durch Macht aus. Denn wisset, Maya wird diesen Planeten vor allen Formen des Bösen beschützen. Vor... Sophis, darf ich was sagen? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, Kind. Seit Jahren erzählst du mir, ich würde mal losziehen und die Welt erkunden, nicht lächeln und reden halten. Es steht dir nicht an zu zweifeln, Kind. Jetzt lächle und winke. Nenn mich weiter Kind, dann kannst du was erleben, Arschloch. Bist nicht du, Maya? Schon, ja. Bisschen zu meiner Geschichte hervor, nein, schlicht. Du hast also keine Verbindung mit Iridium. Ja. Bist also nicht verseucht oder versaut. Also ich kapiere das mit dem Geld nicht. Jetzt habe ich wieder 40.000. Also wie? 123. Ja. Was eigentlich, wo so viel, aber hier kommt auf einmal. Ich hab's dir ja gesagt, deine plus 50% Geldtrainer, die fallen halt jetzt schon langsam auf. Vorher waren es halt bloß ein paar Tausender Unterschied, wo man noch verstehen können, aber jetzt hat. Die Daten einmal ausschalten. Ja, so noch so glücklich fühlst du mit deinen Fantasien. Ja, ich komm gleich. Der hupt da schon wieder. Das ist der Benzfahrer, er hat aber recht. Straubinger wieder. Randalieren. So was gibt's bei uns in Landzeit nicht. Ja, da sind's alle freundlich zuvor. Sind wir sehr zivilisiert, ja. Hey, ich hab das von Sanctuary gehört. Geht's dir gut? Tut mir leid, dass ich die Action verpasst hab. Ich hab Hyperion-Aktivitäten im Tundra-Express gesehen. Also haben Bloodwing und ich nachgeschaut. Mir war nicht klar, dass wir in eine Falle tappten. Bloodwing verschaffte mir etwas Zeit für die Flucht, aber die Bastarde haben sie gefangen und hierher gebracht. Bloodwing war der Vogel, gell? Mhm. Der Rodi da. Hat schon alles geechoed. Meine Daten sind alle auf einem Chip im Bloodwings Halsband. Auch dein Claptrap-Upgrade. Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich suche seit einer halben Stunde alles ab, aber das scheint ein Job für mindestens 2 Leute zu sein. Mhm. Ja, wenn du durch die Werft reinkommst, kann ich dich zu Bloodwing führen. Schierst in der Gegend. Hol meinen Vogel zurück, dann kriegst du dein Claptrap-Upgrade. Aha. Ich werde dir helfen, wie im Tundra-Express. Schien's klar, oder? Was hat denn da eigentlich aufgemacht? Nein, hier bleibt was Sniper. Aha. Was ist das? 38 Loader hat er schon abgeschossen. Putz. Das war nicht so beeindruckend. Mhm. Jetzt kommen wir wahrscheinlich da durch, wo wir vorher nicht durchkommen. Ja. Ich hoffe. Jack bringt dich zum Lachen. Er hat Bloodwing gekidnappt, damit ich mir in die Hosen pisse und damit drohe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 bla. Aber Blood und ich haben viel zusammen durchgemacht und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann. Ah ja, das ist ja nicht gut, ne? Unerlaubtes Eindringen registriert. Setze Loader frei. Hm. Können wir Besuch.
Sie jetzt einen Load auf dich? Verdammt! Ja, gib mir eine Sekunde, ich denk mir was aus. Okay, ich hab eine Idee. Wenn du die Nachbarn von diesen Loadern beschädigst, aber nicht viel, müssen sie die Tür aufmachen, um Verstärkung zu schicken. Hahaha. Nur Alarm legen, nicht ja, killen. Ja. Sonst drückt die Verstärkung nicht da, die hast du beschädigt. Nimm dir jetzt den nächsten vor. Ja gut, findest du aber so schnell irgendwo hin. Du Depp. Bloodwing müsste im Zwingerblock auf der anderen Seite der Anlage sein. Wenn du sie findest, findest du auch dein Claptrap-Upgrade. Das war jetzt nicht so beeindruckend, dass der einen Schritt gehabt hat. Na. Mich ist da nochmal drin machen. Ja, mach einmal. Ich will nochmal mehrere Gegner drin haben. Vorhin auch so schnell. Ich bin wieder überlevelt. Ja. Auf dem Kopf oder was? Ach so, na, diese Kiste. Ich muss ja ein bisschen finanziell bei dir wieder aufschließen da. Was? Nee, du kommst zurecht. Ja, du. Ja, der Treppenrunde da. Hier sind Medikits. Wo haben wir ihn jetzt? Dort? Da gibt's nix, ha? Willkommen im Wildlife Explosion Preserve. Jack sagt, er hat das erbaut, um Wissenschaft, Forschung und was weiß ich zu unterstützen. Aber das ist Bullshit. Sie nehmen Slack und experimentieren damit an jeder Kreatur rum, die sie finden können. Du musst mal da rausschaffen. Ja. Wie nah haben wir hergekommen, da? Ah. Ein Erfahrungspunkt, der Wahnsinn. Ja, was machen die jetzt bitte? Ach so, ein Feuerding. Na, die schaffst du nur. Alles okay? Ah ja, hab mich überrascht. Von hinten. Ist immer überraschend. Wie soll's der wissen?
Okay. Hey. Ich hab was für dich! Hey. Na. Okay. Aha, ah, da geht's auf. Okay, sag was Leichten. Okidoki, Sammy. Dann fangen wir mal an mit dem Versuch. Dr. Samuels, bitte. Das Versuchsobjekt ist noch bei Bewusstsein. Sie erwarten doch nicht, dass ich... Sorry, Baby. Bei dem Lärm, den die Leute machen, die gerade kein Iridium gespritzt bekommen, verstehe ich kein Wort. Dieser Kammerschlüssel hat das... Oh, hey, du bist im Reservat. Ich hatte eigentlich so einen Plan, dich hierher zu locken und dann zu killen. Aber du, du kommst einfach von selbst. Danke, dass du mir die Mühe ersparst, Kiddo. Meine Kaffee, ich hol ihn da. Na, dann hol. Und mit Fiegel kommen wir auch wieder. Brauche ich gar nicht versuchen. Ah, der fliegt da nicht richtig. Ich muss gerade was zufüllen. Wo er jetzt anscheinend da hat, hä? Meine, die blöden unsichtbaren Viecher schon wieder. Na, ich kümmere mich um die Roboter da. Naja, du mit deiner Säure. Inklusive brutale Wissenschaft, unvereinbar mit menschlicher Ethik. Es versteht sich, dass ich brennend dran interessiert bin. Beschaff mir ein paar Proben des Lex-Serums, das Hyperion an wilden Tieren ausprobiert. Kommt's her, hab. Mach ich alle fertig. Aussetzen, hä? Tschüss. Du bist. Nicht mehr. Ich hab dich schon erledigt. Ja, mit deiner Säure wieder. Na, der ist resistent, super. Dann lass mich doch mal nachladen. Furchtbar. Drecksviecher ringt mir auf da. Oh, das ist schön. War mal Granaten. Bedenkt, die schmeißen mit zwei ein.
Ja, gehen wir schon zwei Bitte. Komm mit, Schatzi. Da liegt noch Geld. Folge dem Warnpfad. Schaut doch einladend aus. Na, total. Sogar Einkaufsautomaten. Irgendwo sitzt der ESD jetzt. Am Empfang. Ja. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Bis bald, bestimmt. Ah ja, so. Schaut aus wie so eine typische Empfangszentrale, oder? Ja. Übere Kiste mit Munition. Ganz normal. Das können wir ja nicht anders. Oh, ein schönes Klassenmod. Helioskill. Naja. Team-Up-Kind-Zeit. Ein kritischer Kill. Man gibt das Blut nur so. Ja, wollte gerade sagen, Team, nix für die. Ja, Up-Kind-Zeit. Braucht man doch nicht. Also bei Fertigkeit zumindest nicht. Ich nehme meine aufgrund vom Nahkampf eigentlich nie her. Ja gut, dass ich mir all die Sniper nicht verkauft habe. Weil die Viecher sind gegen den Zweck oder Snack oder wie das heißt, sind die resistent. Laufsten hier, hä? Bleib stehen. Jetzt. Ja, Säure ist gegen die Mutanten ganz gut da. Oh, ich geh schnell. Das hat Spaß gemacht. Jetzt hab ich schon an Iridium 78. Naja. Oh, Scheiße. Ist das super badass hier? Das gibt es so vom Torbau oder was? Ja. Das ist schön. Ja. Aber ich brauche mal drauf geschossen am Boss weg. Ja, du mit deiner Säure wieder da. Zellen sein. Keine Angst vor den hässlichen Dingern, die in den anderen sitzen. Die kommen nicht an dich ran. Geh einfach weiter zu Bloodwing, dann hast du, was du brauchst, um Claptrap zu upgraden und die Todesmauer zu durchdringen. Bin ich da eigentlich? Erst einmal da Munition sammeln. Das schafft.
gibt's ja gar nicht. Den musst du auch lohnen. Das wird wieder, das wird wieder. Wir haben einen Kill wieder klaut, damit er wieder. Du hast ihn gar nicht getroffen, ich hab ihn zugeschaut. Da 3-4 Mal daneben geschossen. Wow, gar nicht schlecht. Was ist denn? Hummer. Für der Granate. Wenn du dein 11.000 Ding da hast, da. Bitte hört zu. Es ist mir egal, was ihr mir antut. Aber lasst meinen Mann gehen. Er hat Schüttelfrost und ist für eure gottverdammten Experimente ohnehin völlig nutzlos. Bitte lasst ihn gehen. Na, wo hängt's denn, Sammy? Nennen Sie mich nicht. Dieses Versuchsobjekt ist für unsere Zwecke ungeeignet. Sein Mann hat Schüttelfrost. Er könnte sich angesteckt. Hey, du hast doch eine Frau, ha? Und die willst du doch sicher noch mal fressen, ha? Das können sie nicht. Ich höre immer noch keine Schreie. Ja, Lesben und Schwule, oder was? Darf's gar nicht schauen. Jetzt gönnt er mir gar nichts mehr. Nein. Du weißt, der oder was nie Granaten hernimmt, nimmt ein 11.000 Schaden-Ding. Und dann sagt er, er gönnt mir jetzt gar nichts mehr. Gefunden? Geht's dir gut? Erst damit gucken da. Komisch, aber wir haben die optionalen Sachen noch gar nicht gefunden. Warte mal, das gibt's ja nicht. Das kann jetzt nicht sein. Wie kriegen wir denn da in die anderen Räume rein? Na, dann nimm ich so nicht auf. Muss da irgendwie reingehen. Gibt's ja noch Missionsgegenstände da drin. Ja, wir schauen, wie die Granaten ist. Also meine, dein Überpower-Ding da. Du musst sogar einen Boss mit einer Granaten erledigen kannst, oder davor rede ich gar nicht.